Wir werden uns trennen. Es reicht. Wir wollen die Beziehung nicht mehr. Wieso malt man in sein Auge rein? Ich verstehe das nicht. Hör auf, ich kann dich nicht pudern. Wie kann man sich als Mann schminken? Hallöchen. Puppelchen. Und herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Wir hatten ja vor kurzem Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet übrigens alle ein wunderschönes Weihnachtsfest. Habt euch gut beschenken lassen und habt Zeit mit eurer Familie, mit euren Freunden verbracht. Ich habe von meinem Freund auch was ganz Besonderes geschenkt bekommen, denn dieses Video hier wird legendär. Ich glaube, es wird nie wieder so ein YouTube-Video geben, aber der Sini kann ja mal erklären, was wir heute machen. Ja, also ich musste mir gerade eben auch den Bart glatt machen wie ein Babypopo, denn ich werde heute geschminkt. Und zwar transformiere ich heute meinen Freund bzw. meinen Verlobten mittlerweile. Ja, in eine Frau. Also ich werde ihn quasi komplett schminken, was natürlich unisex ist. Ein Mann kann sich genauso schminken. Aber ich werde ihm auch eine Perücke aufziehen und einfach so ein bisschen in Anführungsstrichen weiblich gestalten. Ich habe noch nie einen Mann geschminkt. Ich weiß nicht, wie es mit dem Bart ist, ob ich den überhaupt überdeckt bekomme. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Deswegen verzeiht mir, wenn es auch vielleicht nicht ganz so gut wird. Ich bin allgemein ein bisschen schlecht in andere Leute schminken und dann noch den Sini. Ich glaube, du machst das richtig gut. Also ich glaube, ich werde dann wirklich auch richtig hübsch aussehen. Wir werden sehen. Ich bin da eher ein bisschen skeptisch. Aber ich würde sagen, wir können direkt anfangen. Ich darf jetzt meinen Freund in eine Frau transformieren. Viel Spaß beim Video. Wir fangen direkt an. Und zwar muss ich der Sini natürlich jetzt erstmal ein passendes Haarband aufziehen. Das sieht so süß aus. Ich habe eine Frage. Ja? Müssen die Ohren bei dem Haarband eigentlich rausgucken? So? Ich weiß es nicht. Ich glaube, so wie es am bequemsten ist. Aber du siehst sehr süß aus. Wie ein kleiner Spatzi. Ich fange natürlich beim Sini auch mit einem Primer an. Genauso wie bei mir. Und ich habe hier einen neuen. Und zwar den MAC Studio Radiant Moisturizing Illuminating Silk Primer. Ich habe den vor kurzem zugeschickt bekommen. Und ich liebe den. Deswegen werde ich den jetzt beim Sini dann auch auftragen. Ich werde mich jetzt so ein bisschen schräg positionieren. Also ihr werdet jetzt nur noch mein Seitenprofil sehen. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm für euch. Ist das denn deine Schokoladenseite? Nee. Oder? Doch, ich glaube, doch. Also das ist meine schöne Seite, die nicht besonders schön ist. Die ist wunderschön. Ich bin übrigens auch auf meiner Schokoladenseite. Echt? Ja, ich habe mich extra hier hingesetzt. Und nochmal gut. Du hast noch überall Haare vom Rasieren. Ja, ich habe gerade noch meine Augenbrauen ein bisschen ausgedünnt. Hast du ja gesagt, dass ich das machen soll. Ja, weil seine Augenbrauen werden auch echt ein bisschen schwierig, weil er hat so richtig ausländische Augenbrauen. Buschige Augenbrauen. Genau, deswegen. Es wird auch eine Challenge für mich auf jeden Fall. Ich fange jetzt erstmal an mit Primer und gib den mir auf meine Hand und massiere ihn dann einfach mal richtig schön im Sinan aufs Gesicht. Ich bin so aufgeregt. Ich erst. Also du hast mir ja schon mal irgendwie so ein bisschen Foundation mal so drauf gemacht. Mhm. Und Concealer habe ich ja auch schon benutzt. Aber so richtig, richtig geschminkt. Mit Lidschatten, mit allem hast du mich, glaube ich, noch nie. Der Sini hat übrigens jetzt auch einen YouTube-Shorts-Kanal. Deswegen, wenn ihr ein bisschen mehr vom Sini sehen wollt, dann könnt ihr gerne mal unten in der Infobox nachschauen. Der erste Link, da kommt ihr direkt zu seinem Shorts-Kanal. Und ihr seht, schaut mal, wie schön... Bin ich glowy? Ja, aber... Hey! Ja. So schön glowy der Sinan ist. Also es ist richtig gut. Der zieht auch richtig schön in die Haut ein. Und wie fühlt es sich an? Also ich muss sagen, es fühlt sich richtig gut an. Jetzt würde ich sagen, lassen wir das ein ganz bisschen einziehen und dann machen wir weiter mit Foundation. Und hier habe ich eine. Das Sini ist natürlich nicht mein Hautton und ich bekomme oft von Firmen Make-up zugeschickt und wenn das nicht meinem Hautton entspricht, dann gebe ich es natürlich immer weg. Aber hier habe ich welche aufgehoben und zwar ist das Foundation von Yves Saint Laurent und ich glaube, diese Foundation kostet so 60 oder 70 Euro. Echt? Oder so. Über 40, hundertprozentig. Also die sind sehr, sehr teuer. Krass. Ich habe die erst vor kurzem auch zugeschickt bekommen und ich denke, diese Farbe könnte dem Sinan passen. Ich bin schon sehr gespannt, wie die ist. Ich habe die selber noch nie ausprobiert, weil sie halt nicht meiner Hautfarbe entspricht. Ich gebe die jetzt mal erstmal hier auf den Handrücken. Ihr seht, die ist noch komplett neu. Um zu schauen, ob das der Hautfarbe matchen könnte. Es ist vielleicht sogar ein Tick dunkel. Ich glaube, die zweite hier, die ist ein Tick heller. Das heißt, ich mische jetzt einfach. Einfach noch so einen Pumpstoß hier rein. Die gebe ich dem Sini jetzt einfach mal überall so hin. Wenn sie zu dunkel ist, ihr kennt das Spiel, das kann man dann
mit Concealer eigentlich ganz gut ausbessern. Wenn man ein Full-Face-Make-up trägt, spürt man dann eigentlich, dass man so was im Gesicht hat? Oder? Das wirst du später merken, extrem. Also Lashes hatte ich ja auch mal drauf und Lashes sind wirklich richtig schwer. Mhm. Vor allem, ich finde Lashes, die beeinträchtigen irgendwie so dein Blickfeld. Ja, man merkt es schon, ja. Also die Farbe matcht tatsächlich eigentlich relativ gut, finde ich. Aber ihr seht, das mit dem Bart ist halt ein bisschen schwierig. Also man sieht halt die Schatten. Ich zoome euch später mal rein, dann werdet ihr es eh sehen. Aber er hat hier so random Stellen vergessen zu rasieren. Und hier sind so längere, hier ist so ein Busch, da ist so ein Busch. Tja, man sieht also alles. Also ich habe es im Spiegel nicht gesehen. Oh nein! Och nö! Das ist mir jetzt unangenehm. Das tut mir leid. Das ist nicht schlimm. Die Foundation ist aufgetragen. Ich hoffe, ich habe es relativ schön gemacht. Weiter geht's mit Concealer. Und hier habe ich diese zwei hier rausgesucht. Einmal den Löscher von Maybelline. Okay, jetzt sind beides die Löscher von Maybelline. Aber zwei verschiedene Farben. Einmal die 00 und einmal die 02. Ich denke, die 02 könnte vielleicht ein Tick zu dunkel sein. Deswegen werde ich wieder hier einfach mischen. Okay. Boop. Jetzt hochgucken. Hochgucken. Du sollst hochgucken! Mit diesem Schwämmchen kommt man extrem gut und das Auge. Dann highlighte ich noch an diesen Stellen, wo ich auch immer highlighte. Ist das ein Huhn? Oh mein Gott, das sieht aus wie ein Huhn! Nein, guck mal deine Backe. Alter! Schatz. Ich verblende das jetzt alles. Oh. Junge, du sollst dein Auge offen lassen. Jetzt lass die Augen offen. Sag mal, es ist so schwer. Ich möchte was sagen. Ja? Also, Stand jetzt der Dinge. Ich fühle mich noch nicht bedeckt. Was? Merkst du das Make-up noch nicht oben? Ich weiß nicht. Also, es fühlt sich so smooth an. Also, ich spüre jetzt nicht wirklich was. Er hat so 50 Schichten Foundation oben. Und er so, also, ich merke nicht, dass irgendwas auf meinem Gesicht ist. Augen zu. Augen zu. Augen zu! Hey, jetzt auf, oben gucken. Augen zu! Soll ich, während sie geschlossen sind, nach oben gucken? Nein! Nach oben? Oh, so ist gut, ja. So ist perfekt. Man muss kontern, bevor sie angreift. Weißt du, ich habe direkt gemerkt, ich kenne sie ja schon inzwischen. Ich wusste genau, was sie machen möchte. Und ich habe direkt die Handbremse gezogen, so, ja. Habe die Luft in meinem Hals so nochmal umgewälzt und gewartet auf den richtigen Moment. Und dann habe ich es rausgelassen. Ah. Ich mache jetzt weiter mit Bronzer. Bronzer. Und hier habe ich momentan mein Lieblingsprodukt und zwar das von Chanel. Ich weiß, es ist auch unfassbar teuer, aber das lohnt sich, weil das ist so ein Riesenbottich. Also da ist unfassbar viel Produkt drin und sieht echt so wunderschön aus. Ihr werdet es jetzt gleich sehen. So, ich brauche einen Pinsel und ihr müsst wissen, ich habe keine sauren Pinsel mehr. Deswegen kriegt das Sini einen dreckigen Pinsel. Einen dreckigen Pinsel, der auf dem Boden lag. Lieben wir. Da gehe ich einfach jetzt hier rein und wärme sein Gesicht damit auf. Boah, dieser Bronzer ist so schön. Du musst jetzt zwei Anmachsprüche raushauen, okay? Zwei Anmachsprüche. Also, ich bin ja gar nicht der Typ so, der so Leute anmacht. Ach echt? Ja, ich. Warum nicht? Ich kann das gar nicht. Also, ich weiß nicht, wie habe ich dich angemacht? Voll schlecht, ne? Und nochmal schlecht angemacht. Ich habe sie richtig schlecht angemacht. Mhm. Aber wisst ihr, warum ich trotzdem Sinan meine Nummer gegeben habe? Das hört sich jetzt, oh Mann, das hört sich so kitschig an und so. Aber als ich den Sinan gesehen habe damals, der ist so rausgestochen zwischen allen anderen Jungs und Männern dort. Der war so anders. Der hat irgendwie anders gerochen, der hat anders ausgesehen. Es war irgendwie so, irgendwie als hätte Gott so einen Schein auf ihn geworfen irgendwie. Und ich wusste damals schon, als ich ihn das allererste Mal gesehen habe, in dieser allerersten Sekunde wusste ich, dass wir heiraten werden und für immer zusammenbleiben werden. Ich wusste es. Und ich habe das an diesem Abend meiner damaligen Freundin noch gesagt und habe gesagt, ich glaube, ich werde mit Sinan mein ganzes Leben verbringen. Ja, was wolltest du erzählen? Ja, ich wollte jetzt die Anmachsprüche sagen. Ah ja, genau. Also mein erster Anmachspruch, den ich euch auch empfehlen würde und euch ans Herz legen würde. Hi, hättest du eventuell Lust auf einen Kaffee? Das ist einfach höflich. Das ist lieb, das ist nett, das ist nicht so aufdringlich. Okay, wie ihr seht, sieht auch dieser Bronzer am Sinan extrem schön aus. Also er hat so einen richtig schönen, man sieht es hier, einen richtig, richtig schönen Bronze-Look, von der Sonne geküsst. Dieser Bronzer sieht wirklich bei jedem unfassbar schön aus. Kostet halt ein bisschen mehr, aber ich muss sagen, der rentiert sich richtig. Und vielleicht gibt es irgendwann so einen Gutscheincode, auf Sephora gibt es den, glaube ich. Oder ich bin mir nicht ganz sicher, auf Douglas gibt es den auf jeden Fall. Und manchmal hat Douglas ja so Angebote und dann könnt ihr euch den vielleicht mal mit einem Rabatt holen. Aber der ist echt richtig gut. Das ist der Le Beige Chanel Bronzer.
Bronzer, also so ein Creme-Bronzer. Und der ist echt saugut. Mit dem gleichen Bronzer werde ich jetzt auch in Creme-Blush reingehen. Und da habe ich mir schon einen rausgesucht. Und zwar natürlich von meinem Baby Selena Gomez, also von Rare Beauty die Marke. Und zwar die Farbe Grace. Das ist eine meiner absoluten Lieblings-Blush-Farben von ihr. Und davon gebe ich so ein ganz kleines bisschen hier drauf, weil die sind extrem pigmentiert. Und ich warte nicht, sondern arbeite die direkt ein. Was ist dein zweiter Anmachspruch, Sini? Boah, ich weiß gar nicht. Ja, die man halt kennt aus dem Internet, wie, hey, du musst ein Engel sein, bist du vom Himmel gefallen oder sowas. Ich kenne einen richtigen ekligen. Dein Outfit würde gut zu meinem Teppich passen. Ja. Aber es gibt Typen, die meinen das ernst, gell? Das finde ich noch das Allerschlimmste. Okay, ich sette das jetzt alles. So sieht auf jeden Fall jetzt mal seine Base aus, also mit Bronzer, Blush, Foundation und Concealer. Es setzt sich hier ein bisschen seine Falten rein. Deswegen werde ich probieren, jetzt das Ganze schnell zu setten. Mach mal Augen hoch. Augen hoch. Dafür nehme ich das Puder von Charlotte Tilbury, dieses Weiße. Das ist auch relativ neu. Und damit sette ich jetzt, hochgucken, seine Base. Wisst ihr was, ich folter ihn jetzt ein bisschen. Und zwar nehme ich nicht das weiter, sondern das von Huda Beauty, damit er mal merkt, wie sehr das stinkt. Och nö. Hör auf. Schatz, hör auf, ich kann dich nicht pudern. Ich habe sein Make-up jetzt... Okay, du hast genug gepudert. Chill mal. Ich habe sein Make-up jetzt abgepudert und jetzt werde ich mit Setting Spray nochmal drüber gehen. Also mit so einem Mist, um das Ganze nochmal wieder so ein bisschen lebendig zu machen. Nämlich jetzt gehe ich wieder mit dem Sponge drüber, damit eben dieser Glow wieder rauskommt. Jetzt spüre ich wirklich, dass ich was im Gesicht habe. Wegen dem Puder. Ich glaube, wir können weitermachen mit seinen Augenbrauen und die stellen mich jetzt wirklich vor eine Herausforderung, weil ich keine Ahnung habe, wie ich das machen soll. Ich gehe jetzt erstmal ins Soap Brows rein und zwar mit so einem Augenbrauenbürstchen und ist schon ein bisschen eingetrocknet, wie man sieht. Ich gehe jetzt mit dem Soap Brow so ein bisschen über seine Augenbrauen, um die so ein bisschen zu formen. Okay, das funktioniert echt recht gut mit seinen Augenbrauen und man sieht, glaube ich, auch schon einen Unterschied. Hier ist mit Soap Brows und hier ist ohne. Soap Brows. Wenn ihr Bock habt übrigens auf ein Video, wo ich Isabel schminke, dann lasst das Plus verschwinden. Wir sind hier nicht auf TikTok. Dann lasst den Daumen sprengen. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute Idee ist, aber ich habe keine dunklen Augenbrauenprodukte. Deswegen gehe ich jetzt einfach mit einer Mascara so ein bisschen durch seine Augenbrauen. Jetzt spiel den Popel doch nicht dahin. Du bist so ewig. Achso, dann erzähle ich das. Was? Du weißt was. Sag's mir zwar. Ich erzähl's ja noch nicht auf. Okay, eine ganz schön harte Drogen. Warte. Jetzt hör doch mal auf. Nein, mein Ohr. Er ist wie so ein kleines Baby. Jetzt zieh nach, hast du gefurzt. Ja, Junge. Oh, was soll das? Ich hab so keinen Bock mehr, Sinan. Wir werden uns trennen. Es reicht. Wir wollen die Beziehung nicht mehr. Wir können weitermachen mit Lidschatten. Und da dachte ich mir, mache ich einfach so einen weihnachtlichen Glam-Look. Ich meine, Weihnachten war jetzt ja schon. Aber es kommen ja noch einige Feiertage. Deswegen dachte ich, mache ich einfach so ein bisschen braun, gold. Einfach dieses normale Glam-Zeug. Was heißt Glam? Keine Ahnung, sagt man so irgendwie. Und dafür nehme ich hier diese Huda Beauty Palette. Das ist die Caramel Brown Palette. Boah, der hat voll nach Kotze gestunken. Ich gehe jetzt hier erstmal in dieses untere Braun hier. Und trage das hier im äußeren Bereich auf. Und verblende das so ein bisschen nach außen. Der Sinan hat hier leider nicht so viel Spielraum. Deswegen hoffe ich, dass man überhaupt den Lidschatten am Ende sieht. Ich sehe schon die Kommentare. Wie kann man sich als Mann schminken? Ja. Das ist so schlimm. Die Leute haben einfach noch nicht akzeptiert, dass wir im 21. Jahrhundert leben. Vor allem, wisst ihr, was das Dümmste eigentlich an diesen Kommentaren ist? Dass Make-up einfach damals für Männer gemacht wurden. Make-up wurde damals in verschiedenen Völkern einfach benutzt, um quasi die Männlichkeit zu unterstreichen. Und quasi auch als so Gemeinschaftsritual, sage ich jetzt mal. Dass Frauen Make-up benutzt haben, kam erst viel, viel später. Die erste Farbe habe ich jetzt aufgetragen, jetzt mache ich weiter. Und zwar klopfe ich erstmal ab und gehe hier in dieses leicht Orange hier rein. Und das benutze ich, um die dunklere Farbe so ein bisschen auszublenden. Schatz, ja, guck nach oben. Das ist unangenehm. Guck nach oben. Ich guck nach oben. Du sollst nach oben. Das ist ein Reflex. Das Make-up sieht jetzt so aus, ich würde es noch gerne ein bisschen verdunkeln, deswegen werde ich mir jetzt noch eine Palette schnappen. Und ich benutze jetzt hier diese dunkelste Farbe und damit gebe ich dem Auge einfach nochmal so ein bisschen mehr Dimension. Die dunkle Farbe trage ich vor allem hier im äußeren V auf und verblende die ganz leicht nach innen. Sag mal, warum furzt du die ganze Zeit? Soll ich Bauchweh kriegen? Ja, ist mir lieber, als dass du hier rumfurzt. Ich atme das die ganze Zeit ein. Und ich atme dieses Puder ein. Sag mal die Make-up-Reihenfolge. Also... Zuerst kommt der Primer, dann kommt Foundation, dann kommt Concealer, nach Concealer kommt Bronzer, dann kommt Blush,
gegebenenfalls Highlighter ganz zum Schluss. Dann kommt Lidschatten. Und nach Lidschatten kommt dann, ja, dann kannst du ja eigentlich Lippen machen. Die matten Töne habe ich jetzt alle benutzt und jetzt gehe ich in diesen Hypnotizing Pop Shot. Die sind ganz neu von Charlotte Tilbury und die sind so schön einfach. Und zwar ist es ein Lidschatten, aber das Krasse ist, der ist so heftig. Der verändert seine Farbe auch so je nach Lichteinfall. Und den gebe ich dem Sinan jetzt einfach hier drauf aufs bewegliche Lid und verteile das mit dem Finger und mache so einen leichten Übergang schon mal. Jetzt verblende ich den matten Lidschatten nochmal so ein bisschen mit dem schimmernden. Und jetzt lass die Augen zu. Ich will, dass du reagierst. Ich zeig dir jetzt diesen Lidschatten, okay? 3, 2, 1. Oha. Krass, oder? Oha. Alter, du schminkst so gut. Gar nicht. Doch, das ist wirklich krass. Der Rest, der hier runtergefallen ist, pudere ich gerade so ein bisschen weg, weil der bröselt so ganz leicht. Habe ich Fallout? Ein bisschen, ja. Wisst ihr was? Ich mache keinen Eyeliner, aber dafür mache ich Lashes und dafür muss ich jetzt erstmal die Wimpern tuschen. Das wird jetzt ein bisschen unangenehm. Oh nein, das ist eine ganz böse Zange. Das ist eine ganz böse Zange. Also. Aua. Ich bin auch nicht mal dran gewesen. Kannst du bitte ganz vorsichtig ja, sein? Ja, aber du musst nach vorne. Aber bitte warte. Guck jetzt erstmal nach vorne. Ich guck. Guck nach vorne. Ah! Okay, wisst ihr was? Das hat mit ihm keinen Sinn. Ich mache jetzt weiter mit Wimperntusche. Dafür benutzen wir die Better Than Sex Mascara. Und die passt auch voll gut zum Lidschatten, gell? Ich tusche einfach ganz easy so ein bisschen seine Wimpern. Boah, der Sinan hat so lange Wimpern. Das ist so krass. Schaut mal. Boah, das ist richtig unangenehm. Wer hat gefurzt? Wer hat gefurzt? Bist du das Wurst oder hast du gefurzt? SOS, Affenalarm, zieh die Schnur raus und pass gut auf. Wenn sie fallen, ist es aus. Wenn sie fallen, ist es aus. Wow. Kannst du es mal aufhören, die ganze Zeit rumzufurzen? Kann ich die hier haben? Nein. Der Sinan hat sich diese hier rausgesucht. Das sind die Melody Lashes in dem Style Sassy. Ich habe die Melody Lashes übrigens jetzt erstmal zurechtgeschnitten, also ein bisschen vom hinteren Teil abgeschnitten. Und jetzt mache ich ein bisschen Wimpernkleber drauf. Lass den Wimpernkleber etwas antrocknen und klebe ihn sie dann auf die Augen. Jetzt bitte nicht die Augen aufmachen. Boah, ist das unangenehm. Oh mein Gott, das ist so unangenehm. Ich glaube, warte mal, wenn das Kleber ist, dann kann ich meine Augen ja gar nicht mehr öffnen. Hä, was quatschst du für einen Scheiß? Darf ich jetzt aufmachen? Noch nicht. Ich habe einfach einen Vorhang vor meinen Augen. Ich muss jetzt noch zurecht machen. Oh, meine Augen tränen. Oh, das Willkommen ist voll zu meinem schön, neuen Beauty-Video. Voll krass, voll viele, es gibt voll viele Frauen auch, die sagen so, wenn mein Mann geschminkt ist, könnte ich ihn nicht mehr lieben. Ich finde, du siehst genauso toll aus. Ich habe mir was überlegt und zwar, weil das Sinan ja so ein kleiner Jammerlappen ist. Dachte ich mir, machen wir jetzt noch Kajal, um das Ganze zu poppen. Nein. Und zwar nehme ich den hier von Primark. Oh. Du sollst nicht wegziehen. Wieso malt man in sein Auge rein? Ich verstehe das nicht. Du darfst nicht wegziehen. Oh. Hör jetzt mal auf. Hast du schon ausgemalt? Noch nicht. Jetzt hör doch auf, die ganze Zeit den Kopf wegzudrehen. Umso stiller du bleibst, umso schneller geht's. Oh, es sieht schon gleich viel dynamischer aus. Die Augen sind fertig und wir können weitermachen mit Highlighter. Und hier habe ich meinen absoluten neuen Lieblingshighlighter und zwar von Rare Beauty. Selena Gomez hat einen neuen Highlighter rausgebracht und der ist so schön. Ich habe den zum ersten Mal in einem TikTok getestet und ich dachte, ich falle aus allen Wolken, weil der so schön ist einfach. Und den werde ich jetzt auch im Sinan auftragen. Mal schauen, ob er bei ihm genauso gut aussehen wird wie bei mir. Tell me why. Jetzt gehe ich hier in diesen Highlighter. Schaut mal, wie heftig dieser Highlighter ist. Und ein bisschen hier lang. Den gebe ich nämlich jetzt auch in den Innenwinkel. Und dafür brauche ich einen kleinen, präzisen Pinsel. Und setze hier einfach hier rein als Highlight. Ohne ein ganz kleines bisschen hier unter die Augenbraue. Das macht einfach so viel Unterschied. Und jetzt kommen wir tatsächlich schon zu den Lippen. Also ich mag keine Lippenprodukte. Ich bin auch jemand, ich benutze voll selten Labello. Ich mache jetzt die gleichen Lippen wie bei mir, okay? Findest du die Lippenfarbe schön? Nein. Echt? Also an mir nicht. Du findest mich hässlich. Nein, ich finde dich wunderschön. Ich finde die Lippenfarbe an mir nicht schön. Aber wir können sie Willst trotzdem... Willst du eine andere Lippenfarbe? Nee, das ist gut. So was Knalliges soll es jetzt sein, ne? Okay. Ich fange erstmal an mit einem Lip Liner, um seine Lippen zu umranden. Dieses Produkt hier ist wieder von Charlotte Tilbury. Und malt sie ein ganz kleines bisschen fülliger. Und jetzt kommt die Farbe ins Spiel. Die Farbe, die ich heute auf den Lippen habe, ist eine Kombination. Einmal aus diesem hier. Das ist der Max Stay Curious Powder Kiss Velvet Slim Stick. Keine Ahnung. Und das ist so ein richtig, richtig schönes Rot. Und das gebe ich dem Sinan jetzt direkt auf. Wenn er Herpes kriegt, hat er Pech gehabt. Also ich habe gerade keinen Herpes, aber man weiß ja nie. Nicht so stark nach innen gehen. Warum? Weil ich das nicht in meinen Schmecken... Geht's noch so? Mhm. Genau, reib so ein bisschen rum. Dann nehme ich diesen hier von Dior. Das ist
die Farbe 001 und das ist dieser Dior Lip Maximizer. Ihr kriegt auch voll ein gutes Dupe von Catrice, aber ich habe den jetzt hier und den habe ich heute benutzt, deswegen mache ich ihn bei ihm auch drauf. Bei dem wollte ich gerade sagen. Ich habe so eine dicke Schicht auf meinen Lippen, dass ich schon richtig komisch rede, oder? Das fühlt sich richtig eklig an, finde ich. Was soll ich sagen, Leute, das war sehr anstrengend, aber wir haben noch einen Step und zwar natürlich Setting Spray. Fixing Spray. Ich nehme das hier von Morphe. Das muss jetzt einziehen. Und das ist jetzt der fertige Make-up-Look von meinem Freund. Aber wir haben ja noch ein paar Extras versprochen. Denn jetzt, Leute, machen wir eine coole Transition. Denn er kriegt noch eine Perücke. Und jetzt sehen wir uns in 3, 2, 1. Hi, ich bin die Sina, bin 23 Jahre alt. Du siehst so fucking gut aus. Ich muss ehrlich sagen, ich finde, ich bin hübsch. Du siehst so gut aus. Ich bin hübsch. Wir machen natürlich jetzt noch ein paar Close-Up-Aufnahmen, ja klar. Ich bin vom Beruf her Bürokauffrau. Darf ich vorstellen, meine beste Freundin Sina. Danke. Das hast du wirklich gut gemacht. Also Props an dich, dass du so einen krassen Wandel hingekriegt hast. Man sieht hier ein bisschen den Bart, okay, aber ich wusste halt nicht, wie ich es besser machen sollte. Und auch die Perücke, also ganz ehrlich, ich finde, das steht dir so verdammt gut. An dieser Stelle würde ich sagen, sind wir am Ende von diesem Video. Ich bin dir so dankbar, Sina, mit diesem Video hier mitgewirkt hast. Ich finde, du siehst unfassbar gut aus. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr meine neue Freundin findet. Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Vergesst nicht, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dass er mich vielleicht schminkt. Dann Sina. Entschuldigung. Dann vergesst nicht, diesen Kanal hier super gerne kostenlos zu aktivieren. Das könnt ihr hier unten machen. Ich meinte zu abonnieren, nicht aktivieren. Aber die Glocke dafür aktivieren. Das ist alles kostenlos und würde mich extrem freuen. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ihr kriegt jetzt noch ein paar sexy, heiße Aufnahmen von Sina. Und dann heißt es, fühlt euch gedrückt. Und geküsst. Seid bitte lieb zu euren Mitmenschen. Das ist unfassbar wichtig. Und bis dann. Tschüss. Ciao.